Daniel und ich ergänze heute die Skat-Regelreihe mit einer hervorragenden Einstiegsdroge für den Skat-Anfänger und das ist Bauernskat, auch genannt Kutscherskat, eine Variante für zwei Spieler, die einiges der richtig komplizierten Dinge des Skates eben noch nicht beinhaltet, aber dafür schon so viele Grundlagen, Reihenfolge der Karten, Punktewerte, Buben, Reihenfolge der Buben, Trümpfe, das ist alles mit drin und damit lässt sich in ganz entspannte Atmosphäre erstmal die Grundabfolge, die Grundlagen von Skat legen und damit kann ich euch das als Ergänzung zu den ersten 1, 2, 3 Skat-Regel-Videos für Anfänger ans Herz legen, das einfach mal auszuprobieren. Also, gehen wir direkt los. Ihr braucht ein 32er Skat-Deck, ganz normal. Die Karten hier zeigen einfach nur als Cheat-Deck quasi einmal die Reihenfolge und dann geht's schon los. Die Karten werden verteilt, 16 Karten bekommt am Ende jeder Spieler und die ersten vier werden hier verdeckt hingelegt. Die gehören dem gelben Spieler. Der rote Spieler, der hier der Kartengeber ist, versorgt sich ebenfalls mit vier. Also hier ist so ein bisschen die Grenze und dann geht es schon los. Dann werden die ersten Karten offen hingelegt und der Spieler hier darf jetzt aufgrund der ersten vier aufgedeckten Karten den Trumpf auswählen. Das ist eine Entscheidung, die im echten Skat deutlich mehr Einfluss hat. Hier weiß man noch nicht so viel. Man sieht erst einen Teil der Karten, vom Gegner sieht man noch gar keine. Es ist dennoch der Moment, wo man aufgrund der schon bekannten Informationen eine Wahl trifft. In diesem Moment könnte man sich zum Beispiel für Kreuz entscheiden, einfach weil man da schon zwei Stück hat. Man kann aber genauso gut vielleicht auch sagen, hey, ich mache lieber Pik, denn das Kreuz Ass ist mir wichtiger in der Beikarte als in Trumpf oder also auch Herz. Ne? Fast alles ist möglich. Sagen wir mal, der Spieler entscheidet sich jetzt hier Pik anzusagen. Jetzt bekommt der Gegner auch die ersten vier Karten offen und dann wird weiter verteilt, sodass wir jetzt 16 gegen 16 Karten spielen. Es werden entsprechend auch 16 Stiche gleich durchgeführt. Und bevor wir jetzt hier zu dem ersten Ablauf kommen, wo man hier schon sehen kann, sehr gute Karten hier, zwei Asse und zwei obere Buben. Ich glaube, der gelbe Spieler ist hier schon mal favorisiert. Nochmal kurz der Hinweis auf die Skat-Freunde. Ihr seht das oben, eine Skat-App, die im Moment in der Entwicklung ist, die 2025 in die App-Stores kommt. Mein ganz heißes Baby aktuell wird richtig Spaß machen, so viel kann ich schon mal sagen und wird natürlich auch für Skat-Anfänger hervorragend geeignet sein. Also Skat-Freunde schon mal vormerken, ab 2025 in den App-Stores und wer jetzt schon mit dabei sein will, der kann gerne auf den Discord kommen, in die Skat-Freunde-Community die Entwicklung begleiten oder sich mit anderen Skat-Freunden hier treffen, verabreden, austauschen. Alles ist möglich. Link unten in der Beschreibung, natürlich völlig kostenlos. Und dann wollen wir jetzt mal schauen, wie der gelbe Spieler hier seinen Vorteil in wahre Punkte umsetzt. Was habe ich jetzt gesagt? Pik ist Trumpf, hatte ich, glaube ich, gesagt. Ne? Und er entscheidet jetzt einfach eine Karte, die er ausspielt und der Spieler hier muss bedienen. So, Kreuz Ass wäre sicher möglich, dann wird man allerdings die 7 bekommen und der König bleibt hoch gegen die 9. Ja, Herz Lusche, dann nimmt der Spieler hier die 10. Ich denke, es ist vielleicht naheliegend, erstmal mit den Buben loszulaufen. Ich zeige auch einfach nur mal das Prinzip. Wir spielen also einen Trumpf aus. Der Spieler hier muss Trumpf bedienen, Karo Bube oder Pik Dame. Sagen wir mal, er gibt erstmal Pik Dame. Der gelbe Spieler macht den Stich, 5 Augen. Stich wird verdeckt hingelegt und es wird die nächste Karte umgedreht. So, wunderbar. Pik Ass auch noch aufgetaucht. Dann jetzt schnell mit dem Kreuzbuben hier den Karobuben einsammeln, damit das Ass auch nicht irgendwie gefährdet wird. Jedes Mal, wenn eine Karte von oben gespielt wird, wird die darunterliegende Karte dann aufgedeckt. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, was ist taktisch klug. Man kann hier Trümpfe spielen. Wo der Spieler hier keinen hat, müsste er abwerfen. Das wären zwar sichere Stiche, bringt die Sache aber auch nicht so richtig voran. Herz Ass wird man wahrscheinlich eher nicht spielen, sondern versuchen, den Spieler hier selber antreten zu lassen, damit man leichter an die Herz 10 rankommt. Also vielleicht gibt man das auf, was ohnehin nicht zu retten ist. Hier eine Karo, ob man jetzt dann die 7 spielt, um sich selbst schon eine weitere Karte umzudecken, oder lieber die 9, um gerade das eben zu verhindern, sei mal dahingestellt. Spielen wir hier mal die 9 und in dem Moment
ja, ist es für den Spieler ja auch fast egal, ob er die Dame oder die 10 nimmt, denn noch gibt es hier keine weitere Karte. Es besteht also nicht die Gefahr, dass jetzt da unten noch gleich das Karo Ass auftaucht, also vielleicht nimmt er erstmal nur die Dame mit, weil er sowieso weiß, dass er jetzt als nächstes auch einmal die Karo 10 direkt hinterher spielen wird. Einfach sichere Punkte einsammeln, ne? Gerade die Zehner sind immer gefährdet durch die Asse. Solange die Asse hier noch nicht unterwegs sind, ist das ganz adäquat. So, jetzt haben wir hier auch mal zwei Trümpfe umgedreht, Herz, Bube und Trumpf 7. Da kriegen wir so ein bisschen Fantasie, uns auch um das auf das Trumpf Ass zu schielen. Letztlich die Geschichte in Herz kriegen wir wahrscheinlich nicht aufgelöst, also Herz König, und der Spieler hier wird vielleicht einfach unterbleiben, in der Hoffnung, dass er dann später die Herz 10 bekommt. Hier taucht ein weiterer Trumpf aus auf, hier taucht ein weiterer Herz auf. Das sind natürlich ein paar zu viele Herzen. Damit wird die Herz 10 definitiv nicht nach Hause gehen. Die wird keine Karriere machen, jedenfalls nicht für den roten Spieler. Ja, und hier ist jetzt auch noch Kreuz 10 aufgetaucht. Sehr glücklich. Damit kann jetzt natürlich die Stärke in Kreuz ausgespielt werden. Bedient. Und Trumpf 10 auch noch. Also zwischendrin sah es so einen kleinen Moment so aus, als könnte hier der rote Spieler noch ein bisschen Gegenspiel irgendwie bekommen, aber durch die umgedrehten Karten ändert sich das schnell wieder. Kreuz 10 ist hier, die Trumpf 10 ist jetzt noch hier. Also, ja, was machen wir? Erstmal Kreuz König einsammeln und dann vielleicht einfach mit einer Trumpf Lusche versuchen, den Buben rauszuziehen. Da beißt der Spieler hier vielleicht noch gar nicht an. Ja, vielleicht sollte er anbeißen, denn am Ende kommt hier noch ein dunkler. Nö, die dunklen Bauern sind ja schon weg. Also, das kann nicht passieren. Ja, und jetzt können wir ihn hier entweder mit kleinen Kreuzen noch quälen, ob er die nun stechen will oder ob er da noch abschmeißen will, sei auch dahingestellt. Irgendwann ziehen wir ihm einfach den Trumpf raus. Wird gestochen. Kreuz Lusche kann er auch nur abwerfen. Letzte Frage, wo ist Karo Ass? Ist an sich auch egal. Alles geht hier zu dem Spieler hier. Karo Ass taucht hier auf, aber kommt viel zu spät ins Spiel. Hier nur noch Trümpfe. Also alle Reststiche an den gelben Spieler. Der hat hier einen grandiosen Sieg eingefahren. Jetzt werden die Punkte gezählt. Es ist selten, dass es beim Bauernskat um Schneider geht, dass die Stiche so einseitig und das Spiel so einseitig läuft. Aber in dem Fall ist es, glaube ich, so. 3, 13, 17. 17, 19, ein Sieg mit Schneider. Und jetzt wäre es auch noch wichtig, wenn ihr Bauernskat sogar mit Aufschreiben spielt, im Nachhinein zu überlegen, wie die Trümpfe verteilt waren. Also der Spieler hier hatte die beiden oberen Buben, der Herzbube war hier beim roten Spieler. Also es wäre ein Spiel mit 2, Spiel 3, Schneider 4. Das heißt 44 Punkte für den gelben Spieler. Da könnt ihr nochmal in die Reizregelkunde reingehen, wenn euch das auch interessiert. Ansonsten aber völlig in Ordnung, erstmal um zu üben, einfach die Abläufe reinzubekommen. Der gelbe Spieler, wie gesagt, hat gewonnen, ist jetzt der neue Kartengeber. Mischen, vier Karten hinlegen, vier Karten hinlegen, vier Karten offen, und jetzt darf dieser Spieler Trumpf auswählen. Und ich würde sagen, das sieht aus, als wird es eine richtig gute, scharfe Revanche geben. Hier ist es, denke ich, sehr naheliegend, Kreuz jetzt zu annoncieren, und dann wird diesmal wahrscheinlich der rote Spieler die Nase voll vorne haben. Die Nase voll vielleicht auch. So oder so, das ist Bauernskat, das ist Kutscherskat. Wenn ihr mal zu zweit seid, dann startet gerne mit dieser.